Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Isle. Und wir waren ja hier beim letzten Mal als Tyrannosaurus unterwegs. Und das sind wir immer noch. Und wir sind beim Wachstum von 70%, also noch 30%. Dann wachsen wir endlich. Und ich hoffe, das werden wir diese Folge schaffen. Und wir sehen, da vorne ist schon unser erstes Beutetier. Sneaken uns mal ein bisschen ran. Dann haben wir ja auch gleich was zu futtern. Das brauchen wir auch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, noch ein bisschen. Und dann geht's los. Sollten wir eigentlich problemlos kriegen, hoffe ich mal. Okay, das hat super geklappt. Sehr, sehr schön. Essen wir uns mal eben voll. Boah, der hat aber auch einen Wendekreis, ne? Daran muss man sich echt gewöhnen. So. Oh, da werden wir angegriffen von irgendwas. Boah, die hasse ich ja, diese Viecher. Vor allem, die sind schneller als ich. Ich habe einfach einen größeren Wendekreis. Ey. Ich habe keine Ahnung, wie ich die gut machen soll. Guckt euch das an. Was soll ich denn dagegen machen? Ich kann doch nicht rückwärts laufen oder so. Er ist einfach in mir drin und snackt mich. Was soll ich denn dagegen machen? Jetzt habe ich ihn. Alles klar, okay. Das hat ja noch einigermaßen gut geklappt. Aber ihr habt ja gesehen, das Problem gerade, das war echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Da gibt es sicherlich eine Taktik. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal verraten. Aber es hat jetzt ja noch einigermaßen gut geklappt. Ich hoffe, wir finden noch jetzt unsere andere Beute wieder. Ich schnupper mal eben. Dann sollten wir das eigentlich wiederfinden. Weil wäre ärgerlich, wenn nicht. Ach, ist ja direkt hier. Okay. Ich bin sogar schon direkt instinktiv da hingelaufen. Lassen wir auch das mal eben. So, und dann sind wir sogar schon wieder fast vollgefuttert. Also beste Voraussetzung, um hier die Nacht zu überleben, weil ich weiß gar nicht, ob es gerade... Ich glaube, es wird gerade Nacht, ne? Oder wird es Tag? Schwer einzuschätzen. Weiß ich gerade gar nicht genau. Ich gehe nochmal eben schnell was trinken und ja. Oh, da vorne sind zwei Beutetiere. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen Angriff wagen. Das sieht mir wie ein Spieler aus. Oh, der ist aber ganz schön schnell. Ist er hin? Da. Ja, ich glaube, das ist doch KI. Habe ich aber noch nie so gesehen. Junge, ist der schnell, der Triceratops. Gibt's ja gar nicht. Da ist er. Ey, die Ausdauer ist gleich zu Ende. Egal, nehmen wir hier den Kleinen erstmal. Vielleicht das leichtere Beutetier. Fressen wir uns daran erstmal satt. Und den Triceratops können wir ja ein bisschen verfolgen. Jetzt gerade bin ich ja auch noch nicht hungrig. Vielleicht können wir den ja ein bisschen im Blick behalten. Kann auch sein, dass ich noch zu klein dafür bin, um den wirklich gut jagen zu können. So, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder gut gesättigt. Das ist sehr schön. Ich glaube, es ist sogar noch was über, so wie es aussieht. Und wir sind wahrscheinlich zu 100% voll. Können ja mal eben gucken. 100% Nahrung, 86 Wasser und 73 Wachstum. Also es läuft sehr, sehr gut. Ist denn jetzt hier noch was übergeblieben? Das ist eine gute Frage. Können wir nochmal eben hier schnuppern. Und dann sehen wir es ja. Hm, könnte sein. Ich glaube ja. Also ich würde sagen, wir... entspannen uns erstmal ein bisschen und legen uns hier in den Busch und warten ein bisschen die Nacht ab. Ich melde mich mal wieder zurück. Also wir haben jetzt eine ganze Weile hier gewartet. Ihr seht es hier unten rechts beim Futter und beim Trinken. Und es ist immer noch mega, mega dunkel. Also es ist richtig tiefste Nacht. Und ich höre die ganze Zeit nur Dinosaurierschreie von irgendwelchen größeren Dinosauriern. Ich weiß jetzt nicht, wie sicher es ist, gleich zum Trinken zu gehen. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen hell. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das Schreien. Ich finde das nicht gerade beruhigend. Ich würde aber sagen, dass ich schon noch ein bisschen hier warte. Wir sind ja vom Wachstum auch gut vorangekommen. Wir sind jetzt schon bei 81.
Der T-Rex wächst echt sehr, sehr langsam. Ich hoffe, es lohnt sich, wenn er dann etwas größer ist. Werden wir hoffentlich erreichen. Also mal schauen. Wie gesagt, ein bisschen warte ich noch und dann müssen wir aber dringend was trinken und auch dringend wieder jagen gehen, weil 51%, ihr wisst ja, ne, wenn man da nichts findet, dann geht das ruckzuck und dann ist das Leben ganz, ganz schnell wieder vorbei. Aber mal schauen, ein bisschen warte ich auf jeden Fall noch. Okay, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt, Leute. Ich habe mir so gedacht, ich werde, glaube ich, die Tarnung der Nacht nutzen und jetzt mal gleich zum Trinken zumindest schon mal eben drunter gehen. Wir schnuppern mal eben und dann gucken wir. Es ist halt so dunkel, man sieht gar nichts, wenn ich die Nachtsicht nicht anhab. Und ich höre die ganze Zeit dieses Brüllen und Knurren im Hintergrund. Das ist echt nicht cool. Vielleicht könnten wir auch nach oben gehen und da was trinken, aber Wasser ist ja eigentlich nicht weit weg. Man sieht halt nichts. Super gefährlich jetzt ins Wasser zu gehen da. Ich habe wirklich Respekt davor. Also mal ganz schnell eben was trinken. Ich meine, was spricht dagegen? Versuche einfach hier im dichten Wald zu bleiben. Dann passt das hoffentlich. Man hört überall Dinosaurier. Also das ist wirklich krass. Aber die haben jetzt ja auch eine erschwerte Sicht. Ich hoffe, das hilft mir. So, schnell was trinken. Komm schon. Ich habe mich gerade richtig erschreckt, aber das war ja nur diese komische Quelle da, die explodiert ist. Diese heiße Quelle. Ich wollte gerade wegrennen, weil ich dachte, irgendwas Großes kommt. Alles ist cool. Die Musik macht es gerade auch nicht einfacher. Eieiei. Das ist ja schon wieder echt Nervenkitzel, muss ich sagen. Vor allem, weil man nichts sieht. Also langsam wird es wieder ein bisschen heller. Aber wir trinken uns jetzt schnell voll und dann verschwinden wir hier. Ihr habt ja auch mal zu mir im Livestream gesagt, dass der Sumpf wohl eine ganz, ganz gefährliche Gegend sei, weil hier am meisten los ist. Und ich glaube, ich befinde mich hier im Sumpf. Deswegen verschwinden wir jetzt hier. Erstmal wieder schnell in den Dschungel. So. Oh Gott, ich sehe hier nichts. Wo sind hier Bäume? Ich bin hier mega auf einer offenen Fläche. Und ihr hört es ja im Hintergrund. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Einige Viecher, denen ich noch nicht begegnen möchte in meinem kleinen Zustand hier. Das Problem ist, wir müssen jetzt gleich auch wieder jagen. Wir sind jetzt bei 42%. Und wenn ich jetzt zu lange... Okay, das war nur die Musik. Wenn ich jetzt zu lange warte, dann wird das hier wieder mega knapp. Aber ein bisschen heller wäre schon echt nicht schlecht. Können wir mal eben einmal schnuppern. Vielleicht nehmen wir ja die Fährte auf von einem kleinen Beutetier. Hinter mir ist auf jeden Fall das Wasser. Ansonsten sehe ich rein gar nichts. Okay, ich würde sagen, dann warten wir noch einen Moment. Ich entferne mich noch ein bisschen vom Wasser. Also vom Sumpf. Sicher, sicher. Und dann schauen wir mal. Hoffentlich wird es gleich wieder Tag. Okay, Leute. Ich habe hier wieder einen Triceratops gefunden. Ich hoffe, den können wir jetzt erlegen. Ich probiere es auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr schwierig. Oh, das könnte sogar... Ne, das ist kein Mensch. Ich weiß gar nicht, woran man das am besten erkennt, ob es Mensch oder NPC ist. Aber jetzt müssen wir so viel Schaden machen, wie es geht. Er steht gerade still. Das ist sehr gut. Oh, den muss man aber echt oft treffen. Aber er blutet schon gut. Okay, wir haben ihn erlegt. Das hat super geklappt. Ist natürlich jetzt hier mega auf dem offenen Feld. Aber ich hoffe mal, wir können uns jetzt voll futtern. Und ich hoffe, es kommt kein anderer Jäger vorbei. Perfekt. Also damit haben wir wirklich ein großes Beutetier erlegt. Da sollten wir sogar vielleicht von satt werden. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Triceratops erlegt bei The Isle. Na, sieht aber gerade alles sicher aus. Und das Futter steigt und steigt. Unsere Chancen, dass wir es schaffen zu wachsen, steigen damit auch enorm. Ich glaube, wir sind gleich voll. Lassen wir uns auf jeden Fall komplett voll. Okay, wir haben's. Perfekt. Dann schauen wir gleich nochmal eben. Ich lege mich gleich hier nochmal eben in den Busch. So, ich
Ich lege mich mal eben hier kurz rein. Hier sieht uns hoffentlich keiner. Wir sehen ja fast aus wie so ein... wie der Baumstamm neben uns. Also ganz gut getarnt. Futter ist bei 99, Trinken bei 76. Also sehr gute Voraussetzungen. 86% Wachstum. Wir warten jetzt erstmal noch. Vielleicht können wir gleich nochmal von unserem Triceratops fressen. So, ich habe jetzt hier eine ganze Weile wieder gewartet. Und habe da vorne, könnt ihr es sehen durch die Bäume, den toten Kadaver von dem Triceratops beobachtet. Er hat zum Glück keine anderen Räuber angelockt oder sowas. Aber ich werde da jetzt gleich nochmal hingehen und mich nochmal vollfuttern. Ich bin schon, nämlich schon wieder bei 75%. Trinken müssen wir auch schon wieder bald. Aber das Wachstum geht gut voran. Wir gehen jetzt mal eben schnell dahin. Fressen uns nochmal satt. Hoffentlich passiert nichts. Sieht alles cool aus. Schnell hin. Schnell futtern und wieder weg. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da noch rauskriegen. Vielleicht werden wir nochmal satt und können sogar nochmal wiederkommen. Ich kann es echt nicht einschätzen. Unten vom Sumpf kommen die ganze Zeit Schreie von größeren Räubern, glaube ich. Aber sobald wir ausgewachsen sind, werden wir uns auch mal unten zum Sumpf wagen. Und vielleicht können wir uns dann ja auch ein kleines Revier markieren. So, wir sind wieder voll, 100%. Trinken werde ich mir jetzt erstmal suchen, und zwar etwas nördlicher. Hier sollte es hoffentlich auch was geben. Wir können ja gleich mal eben einmal riechen zusammen und dann gucken wir mal. Weil ich will ungern jetzt unten zum Sumpf gehen, so kurz vom Ziel. So kurz bevor wir ausgewachsen sind. Ich sehe hier natürlich gar keine Wasserquelle. Wir gehen trotzdem mal hier so ein bisschen entlang. Vielleicht können wir uns auch merken, wo der Triceratops liegt. Aber wahrscheinlich despawnt er sowieso, wenn ich zu weit weg bin. Würde ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da sehen wir eine Wasserquelle, aber die ist sehr weit weg, glaube ich. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, Richtung Sumpf zu gehen. Ihr seht schon, da unten ist der Sumpf. Aber da kommen halt die ganze Zeit ganz, ganz viele Schreie her. Also ich habe echt ein bisschen Angst. Vor allem, wir sind so kurz vom Ziel. Aber wir werden nochmal Trinken benötigen. Wir sind jetzt bei 37%. Fressen ist soweit voll. Aber wir sind schon bei 92% Wachstum. Also es wäre super ärgerlich, wenn wir jetzt auf ein größeres Raubtier treffen. Deswegen müssen wir jetzt echt behutsam und vorsichtig sein. Und uns ein bisschen anschleichen hier. Und erstmal ganz, ganz vorsichtig einen Überblick verschaffen und sowas. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen schleichen und so. Also, es kann natürlich auch sein, dass ein Raubtier einfach irgendwo in einem Busch liegt und auf Beute lungert, die zu dem Gewässer rennt. Da habe ich nun echt keine Lust zu. Wir schnuppern jetzt gleich nochmal eben. So, schnuppern wir mal eben. Schauen wir, ob wir irgendwie die Witterung von irgendwas aufnehmen oder irgendwie Fußspuren oder sowas sehen. Da hört ihr schon wieder die Schreie. Okay, scheint hier vorne erstmal alles ganz entspannt zu sein. Wahrscheinlich ist die Taktik schnell hin, trinken, weg, mal wieder die beste. Aber wir schleichen hier nochmal ein bisschen, gucken uns um. Zum Glück sind hier viele Büsche, die uns tarnen. Eieiei, das darf jetzt nicht schief gehen. Sieht aber gut aus. Der Dschungel ist hier echt sehr, sehr dicht an der Stelle, wo ich runtergegangen bin. Okay. Leider ist vorne am Wasser absolut kein Gestrüpp oder so. Okay, wir trinken schnell, Leute, und dann weg hier. Komm schon. Hoffentlich beobachtet uns kein Räuber. Die scheinen auf der anderen Seite zu sein, das ist gut. Rechts von uns auch. Ich kann auch nicht einschätzen, welche Tiere da schreien, also welcher Dinosaurier. Ich kann die leider nicht so unterscheiden. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir trinken uns komplett voll. Was jetzt der Fall sein sollte eigentlich. Da ist ein Beutetier, seht ihr es? Da vorne. Vielleicht können wir das noch eben mitnehmen. Versuch's mal so ein bisschen zu verfolgen. Sehe es nicht mehr. Schnuppern mal eben. Ich meine, wir bräuchten es nicht unbedingt, aber wenn es schon mal hier ist. Ich meine, warum nicht? Können wir uns nochmal vollfressen. Auch, glaube ich, nur so ein ganz kleiner, ne?
schleichen auf jeden Fall nochmal. Muss doch hier irgendwo sein. Ding. Wo ist es hin? Ich sehe es nicht mehr. Keine Ahnung, wo es hin ist, aber ist jetzt auch egal. Wir verschwinden jetzt hier vom Sumpf. Sicher, sicher. Wegen dem kleinen Beutetier machen wir jetzt hier nicht so ein Drama. Da vorne liegt auch, glaube ich, noch was. Oh ja, da vorne liegt auch ein totes Tier. Das ist aber nicht von mir. Heißt, hier könnte auf jeden Fall auch noch ein anderer sein. Ihr habt gesehen, das ist ein Triceratops oder so, ne, der da liegt. Das ist nicht der von mir. Ich laufe mal lieber am Bogen. Weil wir brauchen gerade nicht unbedingt was zu fressen. Deshalb sollten wir da nicht hingehen. So wie es aussieht, haben wir es endlich geschafft. Ich glaube, wir sind erfolgreich bei 99% hier, bei 1 von 1 hier. Ich glaube, wir können jetzt gleich größer werden. Und da vorne ist schon unser nächstes Beutetier, beziehungsweise Opfer. Wieder ein Triceratops. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt da hinten. Aber an den werden wir uns gleich ranschleichen. Aber erst, wenn wir groß sind, sollte nämlich das Ganze etwas erleichtern. Und wenn wir jetzt gleich gewachsen sind, dann können wir uns auch in den Sumpf wagen. Ich denke mal, dann können wir da auch ein bisschen auf dicke Hose machen. Und werden hoffentlich nicht von jedem gleich angegriffen. Ich kann halt auch nicht einschätzen, wie stark man dann wirklich ist und sowas. Hab halt noch keine Erfahrung damit. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn wir so ein Young Adult sind vom T-Rex, dass wir da schon einiges zu melden haben unten am Sumpf. Allein ist es zwar nicht so nice, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wir wollen ja auch ein bisschen Action. Vielleicht treffen wir ja die ein oder anderen Spieler. Und mal gucken, ob die uns angreifen. Mal gucken, ob die keine Lust haben, mit uns zu kämpfen. Vielleicht stehen wir uns ja auch einfach mal gegenüber und brüllen uns ein bisschen an oder so. Das wäre auch ganz cool. Jetzt schauen wir erstmal. 100% steht hier. Und wir können wachsen, Leute. Also, wir gucken uns den Unterschied an. Das ist jetzt der Kleine. Und jetzt wachsen wir. Zack. Und das sind wir jetzt. Also, ein ganzes Stück größer. Und da kommt was anderes groß. Okay, das Tier können wir uns schon mal nicht holen. Das ist noch ein größeres Tier. Zwei Stück. Okay, ich muss los, Leute. Ihr habt's gesehen. Ich muss auf jeden Fall gehen. Da kamen gerade zwei T-Rexe. Zwei größere. Eieiei. Oh Gott, ich häng fest. Gut, dass ich das Tier nicht gerissen habe. Die waren nochmal ein ganzes Stück größer als ich. Aber hier vorne ist schon das nächste Beutetier. Vielleicht können wir das schnell reißen. Okay, sehr gut. Sogar ein bisschen getarnt hier im Busch. Sollten uns aber nicht zu lange hier aufhalten. Die beiden anderen T-Rexe, sind auf jeden Fall hier in der Nähe. Also wir verschwinden hier gleich erstmal. Schnell vollfuttern. Es wird natürlich auch schon wieder Nacht. Und da vorne ist schon wieder das nächste Tier. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auch was Großes. Ah ja, die sind ja alle größer als ich. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Ich habe gerade ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Da war gerade auch irgendwas in der Nähe. Oh shit. Habt ihr das? Da hinten sind sie. Oh mein Gott, sie kommen näher. Ich hoffe, ich bin hier gut getarnt. Gut, dass es gerade dunkel wird. Man konnte sie gerade da hinten erkennen. Ich weiß nicht. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen. Da in die Richtung sind sie. Oh oh. Bin aber, glaube ich, sehr gut getarnt hier. Wenn sie jetzt hier nicht gerade schnuppern und meine Spuren finden, sollte alles gut sein. Ich glaube, die fressen gerade die Überreste von dem, was ich gefressen habe. 97, okay. Unser Essen trinken sieht aber gut aus. Das heißt, wir können erstmal ganz in Ruhe entspannen. Eieiei. Ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen mächtiger bin, wenn ich gewachsen bin. Aber gegen die fühle ich mich echt klein. Ich glaube, die waren schon noch eine Stufe größer. Und zu zweit waren die. Okay, Leute. Die beiden Rexies sind hier auf jeden Fall noch
am Rumschlawinern. Ich höre die ganze Zeit die Fußstapfen und das Gebrülle im Hintergrund. Aber es hat jetzt angefangen zu regnen. Das gibt mir auf jeden Fall Sicherheit, weil jetzt können sie mich nicht mehr erschnuppern. Und ich denke, ich kann die Nacht hier überstehen. Wobei ich wahrscheinlich mitten in der Nacht raus muss, weil ich nur noch 47% trinken habe. Ja, Leute, so langsam, aber sicher geht die Sonne wieder auf. Man sieht wieder was. Und wir haben die Nacht echt gut überstanden durch den Regen. Weil dadurch haben wir kaum Trinken verloren. Aber wir sind unterernährt. Das heißt, wir müssen, also das sieht man hier oben, mal nur Reisch, das heißt unterernährt. Das heißt, wir müssen unbedingt was zu fressen finden. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal Richtung Sumpf. Und jetzt hat perfekt der Regen aufgehört. Sehr gut. Das heißt, wir können wieder besser jagen. Aber ich möchte jetzt mal eben ausprobieren, wie denn überhaupt die Schreie von dem T-Rex sind. Auch wenn das natürlich sehr auffällig ist. Und Gegner anlocken könnte. Aber ich möchte es mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall sehr cool. Okay. Und jetzt würde ich sagen, es wird wieder langsam heller. Wir begeben uns jetzt auf Futtersuche und gehen Richtung Sumpf und schauen mal, was da so abgeht. So, mal gucken, ob wir hier was erschnuppern können. Ach, da ist ja schon was. Sieh mal eine an. Oh, zwei Stück. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Nicht wegrennen. Oh, das ist ganz schön schnell. Okay, wir haben es erlegt. Ist aber wieder nur so ein Happen. Das heißt, der bringt uns nicht wirklich was. Aber immerhin, ne? Besser als nichts. So, hat jetzt gar nichts gebracht. Diese kleinen lohnen sich halt wirklich fast überhaupt nicht mehr. Ich glaube, da vorne war noch einer. Das richtig gesehen? Ich habe hier doch gerade was gehört. Ist leider noch sehr, sehr dunkel. Dadurch erkennt man die sehr, sehr schlecht. Können ja mal schnuppern. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen mutiger zu sein. Wir müssen jetzt ja nicht immer so ängstlich sein. Okay, das waren wir selber. Wir gehen mal Richtung Schreie. Schauen mal, was da abgeht. Wobei wir auch Richtung Wasser gehen müssen. Ich glaube, wir gehen mal runter Richtung Wasser. Müssen nämlich gleich mal was trinken. Wir sind immer noch unterernährt, weil der Snack da gerade hat uns nicht wirklich was gebracht. So, wir sind jetzt fast Richtung Sumpf. Und ich sehe hier gerade, hier liegt noch Futter. Frage ist, wollen wir das fressen? Ja, komm. Gib ihm. Ich habe ja gesagt, wir wollen nicht mehr so viel Angst haben. Ich hoffe jetzt mal, dass hier nichts ist, was uns beobachtet. Ich glaube, das ist der, der vorhin hier auch schon lag. Dass wir so ängstlich davongelaufen sind. Da waren wir aber auch noch kleiner. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut gemundet. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr unterernährt. Und jetzt gehen wir Richtung Wasser. Das wird jetzt der gefährliche Akt. Aber ich glaube, ich brauche nicht mehr so viel Angst haben. Wobei da schon noch größere Räuber sind. Aber ob die mich angreifen, ist die andere Frage. Weil ich bin ja auch eine potenzielle Gefahr. Und kann man auf jeden Fall ausgehen. Egal, wir gehen trotzdem mal ganz schnell hin zum Wasser. Trinken und dann... Ihr hört doch hier was. Irgendwas ist hier. Da ist was Kleines. Können wir das jagen? Wo ist es hin? Da. Okay, den Snack gönnen wir uns nochmal eben. Boah, er hat uns ausgetrickst. Er hat sich hinterm Stein versteckt. Okay, jetzt haben wir es erwischt. Sieht man nur jetzt gerade ganz, ganz schlecht. Da war es gerade kurz zu sehen. So, wir fressen es. Natürlich mitten im Baum. Aber auch dieser Snack hilft uns. Kann man hier noch mehr essen? Ne, ich glaube nicht. So, that's it. Immerhin. Und jetzt gehen wir aber trinken. Jetzt lassen wir uns nicht mehr davon abbringen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ gut am Wachsen wieder. Wir sind schon bei 822 Wachstum. So, jetzt trinken wir schnell. Ich glaube, hier ist halt echt gefährlich. Aber ich möchte das auch mal so ein bisschen erkunden, muss ich sagen. Also der Reiz ist da, aber ich möchte auch ungern sterben. Und wir schauen gleich mal. Wir trinken uns erstmal voll. Und dann gehen wir einfach mal hier am Wasser entlang. Guck mal, was wir so an Dinosauriern finden. Einfach mal ganz, ganz mutig. Ein stolzer T-Rex, der keine Feinde kennt. Oh, da vorne habe ich was gesehen, Leute.
Seht ihr das? Da vorne sind auf jeden Fall zwei andere Räuber. Ich hoffe, die wollen keinen Stress. Wie viel haben wir getrunken? 100%. Da seht ihr sie. Sie queren das Wasser. Ah, die sind sogar zu dritt. Meint ihr, die würden auf mich losgehen? Halt jetzt die Frage. Die streifen auf jeden Fall so dritt durch den Sumpf. Ich meide mal lieber den Kontakt. Sicher, sicher. Ich meine, so groß waren die jetzt auch nicht. Ich glaube, da war nur ein Ausgewachsener. Also ein bisschen Ausgewachsener, nicht ein ganz großer. Und die anderen beiden waren, glaube ich, klein. Waren, glaube ich, Alos. Ich kann es aber nicht genau einschätzen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Da vorne ist wieder ein... Okay, da vorne ist wieder ein Beutetier. Ein kleiner weißer Vogel. Würde uns auf jeden Fall helfen, aber ich habe hier auch gerade irgendwas anderes gehört. Deswegen schaue ich mich erstmal um, bevor ich angreife. Oh ja, da links. Seht ihr es? Zwei große Rexy schleichen da. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Oder was sind das? Das sind Alos, oder? Eieiei. Ist aber auf jeden Fall ausgewachsen. Versuch mal schnell hinter den Baum zu kommen hier. Oh Gott. Die schleichen sich auf jeden Fall Richtung Sumpf. Mich haben die mich nicht gesehen. Die kommt bedrohlich nah. Okay, der hat mich gesehen. Oh Gott. Leute, wir müssen rennen. Ich hätte nicht so lange warten sollen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Und ist noch einer. Den snacken wir. Okay, der ist tot. Und der andere kommt. Eieiei. Leute, das sieht nicht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das Wasser hilft. Absolut keine Ahnung. Ich will mich auch gerade nicht umdrehen. Schlängeln uns durch die Bäume. Ich weiß nicht, ob wir ihn abgehangen haben. Ich glaube ja. Sieht mir fast so aus, ja. Puh, ich glaube, wir haben es geschafft. Eieiei. Okay, Leute, mit dem Schrecken verabschieden wir uns erstmal aus dem Sumpf. Was ich auf jeden Fall... Oh, da schreit was. Was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, wir können in unserer Größe auf jeden Fall noch nicht auf dicke Hose machen in diesem Sumpf. Ihr habt ja gesehen, da sind noch viel, viel größere und auch Dinosaurier in Herden und Gruppen, die eine viel größere Bedrohung sind als wir. Also sollten wir vielleicht den Sumpf noch meiden, weil ich würde gerne noch wachsen. Wir können ja gleich nochmal schauen, wenn wir uns ein bisschen entfernt haben und in Sicherheit sind, wie groß wir denn jetzt gerade sind. So, Leute, wir sind jetzt erstmal wieder in einem etwas dichteren Wald angekommen. Ich würde sagen, hier legen wir uns jetzt mal eben hin. Schauen mal eben, wie weit wir sind und wie es aussieht. Liegt da was? Nee, ist ein Baumstamm, ne? Ja. Okay, wir legen uns mal eben hin. Schauen mal eben. Wir sind schon bei 83%, also es sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde sehr gerne diese Stufe erreichen, deswegen spiele ich gerade... sehr, sehr vorsichtig. Und ihr habt ja gesehen, die wollten mich, die beiden Alos waren es, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, nur den Vorteil, dass ich schneller renne. Weil wir haben ja im Livestream auch den Alo gespielt und er war ja wirklich sehr, sehr langsam. Futter ist bei 50%, Trinken ist fast voll. Es sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, hier beende ich die Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute. Haut rein. Euer Dandy.